Willkommen zu Tagesschau 24. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Jetzt genau in diesem Moment sollten Sie gewarnt werden, entweder über Ihr Smartphone durch das Heulen von Sirenen oder über Hinweise im Radio oder Fernsehen. Bei mir hat das auch gerade funktioniert. Ein Probealarm, ausgelöst durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Die Behörde will so testen, wie die Bevölkerung im Fall von Katastrophen flächendeckend gewarnt werden kann. Der sogenannte Warntag findet einmal im Jahr statt. Vergangenes Jahr erreichte der Alarm nach Angaben des Amtes für Bevölkerungsschutz 90% der Bürgerinnen und Bürger. Leere Regale.